Wie konnte Igor Karkaroff eigentlich Schulleiter des Sturmstrang-Instituts werden? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, wie zum Teufel Igor Karkaroff nicht nur eine Stelle als Lehrer, sondern auch als Schulleiter einer der besten Zauberschulen in Europa bekommen hat, des Sturmstrang-Instituts. Ich glaube, das ist eine Frage, die relativ unbeantwortet bleibt, denn dieser Mann war ein fieser Kerl und er hat absolut niemandem vorgegaukelt, dass er den Todessern abgeschworen hat. Karkaroff ist in den Reihen der Todesser berüchtigt gewesen für seinen öffentlichen Verrat an vielen von ihnen im Austausch für seine sofortige Freilassung. Der ganze Grund, warum Karkaroff überhaupt den Todessern beigetreten ist, war, dass er in der Lage war, Muggel und Muggelgeborene zu foltern, während er gleichzeitig seine Selbsterhaltung unter dem Schutz des Dunklen Lords behielt. Viel mehr gibt es da nicht wirklich zu sagen. Dieser Mann ist ziemlich eindimensional. Er hat wirklich keine Moral in seinem Charakter. Also lasst uns direkt zum Punkt kommen, warum er ein Schulleiter werden konnte. Alle Todesser, die Anhänger und Sympathisanten von Voldemort, die sich in irgendeiner Aktion in seinem Namen beteiligt haben, wurden alle zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt. Das ist die normale Strafe, nichts anderes, es sei denn, die angeklagten Todesser können dem Ministerium Informationen liefern, die bei der Ergreifung weiterer Todesser helfen können. Lasst uns mal genauer darauf eingehen. Wir haben also einen Todesser vor Gericht, der für die Verbrechen gefangen genommen wurde, ein Todesser zu sein, der das Ministerium geschädigt, andere Leute gefoltert, ermordet oder sich gegen das Ministerium verschworen hat. Dieser erhält entweder eine lebenslange Haftstrafe oder ist illoyal gegenüber seinen Todesserkollegen und verrät diese für eine Freilassung oder eine Minderung der Strafe. Igor Karkaroff ist aufgrund seines Verhaltens eine Gefahr für die Gesellschaft und er wird die Konsequenzen dafür tragen. Das ist doch eigentlich ein gutes Rechtssystem, oder? Fügen wir also eine Bedingung hinzu. Wenn die Person, die als Todesser angeklagt ist, dem Zaubereiministerium Informationen liefert, die zur endgültigen Ergreifung weiterer Todesser führen, dann wird dieser Verbrecher sofort freigelassen. Das ist ein völliger Widerspruch in sich und ich kann wirklich immer noch nicht glauben, dass dies bei Igor Karkaroff der Fall war. Jedenfalls waren Karkaroffs vorgewählte Sündenböcke Dolohov, Rosier, Travers und Snape für die Geschworenen sehr uninteressant. Und erst als er seine wertvollste Karte ausspielte, die des Infiltrators des Zaubereiministeriums Augustus Rookwood, wurde die geschätzte Versammlung aufmerksam. Er wurde trotzdem nach Azkaban zurückgeschickt, um dort der Gnade der Dementoren ausgeliefert zu sein. Das Wichtigste jedoch war, dass Karkaroff danach freigelassen wurde und der Doppelagent Rookwood aus seiner Position in der hochsensiblen Abteilung des Ministeriums entlassen und an Karkaroffs Stelle zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt wurde, während Karkaroff frei war. Karkaroff machte sich auf den Weg nach Europa, wo er begann, sein Leben neu aufzubauen und eine Stelle als Lehrer in Durmstrang anzunehmen. Da er keine vorherigen Lehrerfahrungen hatte, ist nicht ganz klar, ob er sich hochgearbeitet hat oder ob er einfach zum Schulleiter ernannt wurde oder ob ihm die Stelle einfach direkt und ohne Fragen zu stellen gegeben wurde. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass zwischen seiner Entlassung und seinem Auftritt beim Trimagischen Turnier 1994 13 Jahre lagen. Meine Vermutung ist also, dass er vor seiner Beförderung zum Schulleiter als ganz normaler Lehrer für dunkle Künste tätig war. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Die Frage ist, wie er überhaupt einen Fuß in die Tür von Durmstrang bekommen hat, nachdem er vor Gericht stand und trotz seiner Entlassung als Todesser verurteilt wurde. Also, nicht jeder betrachtete die Todesser so wie die britische Regierung. Viele Menschen in ganz Europa hielten das, was Voldemort zu tun versuchte, tatsächlich für sehr mutig. Viele Menschen in Europa sind auch generell gegen Muggel und Muggelgeborene und viele dieser Menschen kamen von Durmstrang. Durmstrang war eine Einrichtung, die Muggelgeborene aktiv diskriminierte. Einen ehemaligen Todesser als Schulleiter zu haben, würde nicht als problematisch angesehen werden, da Todesser eine Anti-Muggel-Agenda unterstützten. Durmstrang gefiel ihm auch sehr gut, ihm gefiel, dass es einen schlechten und dunklen Ruf hatte. Sogar Draco Malfoy hatte einmal damit geprahlt, dass sein Vater ihn nach Durmstrang schicken wollte, wo aktive, dunkle Künste gelehrt wurden, nicht nur die Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Ein Todesser als Schulleiter wie Karkaroff zu haben, wäre natürlich auch nicht schlecht für Durmstrang. Dracos tatsächlicher Bericht über die Schule lautet wie folgt: Vater erwog tatsächlich, mich lieber nach Durmstrang als nach Hogwarts zu schicken. Du weißt ja, er kennt den Schulleiter, verstehst du? Du kennst seine Meinung über Dumbledore. Der Mann ist so ein Schlammblutliebhaber und Durmstrang nimmt solch ein Gesindel nicht auf. Aber Mutter hat es nicht gefallen, dass ich so weit weg zur Schule gehen würde. Durmstrang geht mit den dunklen Künsten viel vernünftiger um als Hogwarts. Die Schüler in Durmstrang lernen die dunklen Künste tatsächlich und nicht nur den Verteidigungsquatsch, den wir machen. Je nachdem, wie weit die Schule in die dunklen Künste eingedrungen war, konnte es natürlich auch als Vorteil angesehen werden, einen Todesser im Kollegium oder als Schulleiter zu haben. Es wäre weit hergeholt anzunehmen, dass Durmstrang nicht wusste, dass Karkaroff ein Ex-Todesser war. Seine Aktivitäten als Todesser waren öffentlich bekannt und die Nachricht von seiner bedingten Entlassung wurde nicht verheimlicht. Es ist also nicht möglich, dass Durmstrang nicht wusste, dass er ein Todesser war, als er eingestellt wurde. Das soll nicht heißen, dass seine Ernennung nicht ohne Proteste ablief. Viele Eltern zogen ihre Kinder von der Schule ab, als sie von Igor Karkaroffs neuer Position erfuhren, und trotz des schlechten Rufs der Schule hatten viele Schüler und ihre Eltern eine bewundernswerte Moral. Selbst als Schulleiter war Karkaroff ein übertrieben strenger Schulleiter, der unter seiner Leitung eine Atmosphäre der Angst und Einschüchterung in Durmstrang förderte. Es gab auch Gerüchte, dass sowohl er als auch Lucius Malfoy eine Art bösartigen Einfluss auf die ehemalige Schulleitung hatten. Möglicherweise wurde der Imperiusfluch sogar eingesetzt, um Igor Karkaroff den Posten als Schulleiter zu sichern. Seine Ernennung wurde von einer Art Korruption überschattet, wie man es von Lucius Malfoy kennt und auch sehen kann. Er brauchte nicht dafür zu arbeiten, er war reicher als in seinen kühnsten Träumen, aber irgendwie schaffte er es, sich einen hohen Posten im Ministerium zu erkämpfen, und vor allem saß er im Vorstand der Hogwarts-Schule. Lucius Malfoy schaffte es sogar, dass Dumbledore während der Kammer des Schreckens aus seinem Amt entfernt wurde. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die gesamte magische Gemeinschaft, egal in welchem Bereich, ziemlich korrupt ist. Igor wusste auch, es würde sicher sein, wenn Dumbledore in seiner Nähe war, denn er hatte immer noch Angst vor Voldemort. Er wusste, dass er, sollte der dunkle Lord jemals zurückkehren, gejagt und sicher getötet werden würde. Karkaroff wusste natürlich auch, dass es mehrere Todesser gab, die immer noch sehr, sehr wütend über seinen Verrat waren, also war er definitiv auf dem Radar von ihnen. Er zeigte uns allen sein wahres Gesicht und seinen Wunsch nach Selbsterhaltung, als er in Hogwarts das Brennen von Voldemorts Ruf auf seinem linken Arm verspürte. Allerdings wusste er auch, dass er die Machtposition innehatte von Durmstrang, und an einem Punkt schien er sehr stolz darauf zu sein, dass er die Verantwortung hatte, die Integrität der Schule zu schützen. Am Ende musste Karkaroff in die Wälder von Albanien fliehen und wurde aber trotzdem von den Todessern aufgespürt und getötet. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.